Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele als Überlebender. Ja, und ich spiele mit den Perks Blutpakt, Eiserner Wille, Flink und Schattenschritt. Und ich glaube, dort hinten habe ich irgendwas Killermäßiges gesehen. Verdammt. Ruin, okay. Und ein Gespenst. Das war anscheinend das Killermäßige, was ich gesehen hatte. Okay, zack. Flink. Und ich... Autsch, ja. Die Sache ist, wenn ich halt aufhöre zu rennen, kommt sie direkt zu mir und kloppt mich. Wenn ich halt nicht aufhöre, bin ich auch tot. Ich habe zum Glück den eisernen Willen mit. So, ich werf's sofort um. Die sucht noch danach da unten nach mir. Da, durch den eisernen Willen rettet mir gerade echt den Hintern. So, ich habe jetzt das Addon aktiviert. Dadurch habe ich jetzt aber hier hinter mir so ein kleines orangenes Ding. Ne, seht ihr das? Weil ich halt so im Speed bin. Ich glaube, das kann das Gespenst aber sehen. Wenn es faced, daher ist es gar nicht mal so safe. Aber gut, ich glaube, wir sind damit dem Gespenst davon gekommen. Schnell aus der Ecke dort hinten raus. Der eiserne Wille hat uns halt... Ja, was ist da? Das Gespenst? Okay, ja. Gut, sorry. Hier drinnen können wir halt rennen, wie wir wollen, weil der Schattenschritt aktiv ist. Ist schon böse. Schattenschritt beim Gespenst, ne? So, und ich heile mich jetzt auch dann Kreis der Heilung schön. Und mache da so ein bisschen den Fortschritt des Gespensts zunichte. Ich meine, gut, das Gespenst hätte mich vielleicht eh nicht gesehen, weil ich rechtzeitig weggelaufen bin. Aber trotzdem, dadurch, ich meine, die Heilung, die ich jetzt alleine schon dafür hatte, ist eine super Sache. Okay, die jagen sich dort noch. Ich schau mal, ob ich vielleicht irgendwo auch nochmal einen Totem finde. Ah, jetzt wurde die dort hinten erwischt. Also ich meine, wenn ich auch noch eine Schattenschrittzone schaffen könnte... Taschenlampe oder wie? Hä? Wie hast du dich befreit? Autsch. Oh gut. Nein, nicht das Totem zerstören. Jetzt kann ich mich nicht mehr heilen. Verdammt, Gespenst. Warte mal, ist hier drin eins? Nein, Kürbis. Zack. Ja, ein verlangsamender Kürbis. Verdammt. Aber gut, da haben wir jetzt auch gerade mal eben kurz das Addon in Einsatz erlebt. Also, was heißt gerade eben, ne? Vorhin, als ich halt super schnell davon gedüst bin. Das ist halt diese nette Spritze. So, ich gehe mal kurz, um wieder den Erschöpfungseffekt wegzunehmen. Dort hinten wurde eine neue Totemzone geschaffen. Okay, ich denke mal, sie hat Barbecue. Oh, man sollte nicht zu sehr nach hinten schauen. Okay, wie komme ich... so richtig zur Rettung? Gespenst ist da. Okay, ich versuche mal zu retten. Ich habe zwar leider keine geliehene Zeit. Aber gut, die haben sich dort hinten. Lauft in die Zone. Okay, wenn das Gespenst halt wirklich Barbecue hat, dann sind wir jetzt hier mit Schattenschritt ziemlich gut geschützt dagegen. Okay. Es würde zwar schneller gehen, wenn wir uns gegenseitig heilen, aber gut. Achso, jetzt willst du plötzlich mich heilen, ja? Jetzt auf einmal. Dann kommen sie an, so. Lass mich dich doch heilen. Ich muss den Medikit nicht verschwenden. Ich habe gehört, wie es hinter mir lang gefaced ist. So, und hier ist auch Kreis der Heilung aktiv. Na komm, wir heilen den super schnell hoch. Jetzt ganz hin wurde die andere Hexe erwischt. Ja, die Sache ist, wir kämpfen da die ganze Zeit nur um diesen einen Generator. Wir müssen jetzt ja auch mal versuchen, den anderen zu schaffen. Das bringt halt nichts. Das
Schöne ist halt, dadurch, dass jetzt überall Kreis der Heilung ist, können wir uns einfach alle unproblematisch immer wieder heilen und zwar relativ schnell. Aber es ist halt fürs Gespenst super ätzend. Weil sie teilt halt hier Schläge aus links und rechts und eigentlich, ja, wären wir jetzt halt verletzt, ne? Okay. Geht das Gespenst weg? Wirklich? Ich meine, das Gespenst sieht es vielleicht nicht, aber das hier ist auch immer noch im Kreis der Heilung. Hätte ich jetzt noch, wir werden ewig leben, ne? Lauf! Dankeschön. So, zack, flink. Der wurde gemacht, super. Ja, ich komme hier halt nicht so richtig zu irgendwas. Falls der Bill eine Taschenlampe hat, hat er, aber das Gespenst hat es geahnt. Das war vielleicht ein bisschen sehr offensichtlich. Ich krieche mal zu der Palette. Ich meine, ja, ich könnte jetzt auch recovern, aber die Hexen sind alle sehr weit weg. Ah, das schafft er nicht. Das ist zu langsam. Aber beziehungsweise er war zu weit weg. Okay, die anderen beiden ziehen die beiden Gens dort durch. Gespenst bleibt aber in der Nähe. Okay, jetzt geht's los. Bill, du kannst. Dein Einsatz. Ich müsste eigentlich noch versuchen, hier dann wieder eine Totemzone irgendwie zu schaffen. Komm, lauf lieber weg. Du gehst in falsche Richtung. Oder gehe ich hier in die falsche Richtung, weil hier oben nichts mehr ist? Doch, wir haben dort oben auch noch einen Gem. Ich würde halt gerne jetzt auch einen Totem hier segnen und meinen Schattenschritt irgendwo drauf bekommen. Weil das Gespenst spielt ja mit Barbecue. Das Ätzende ist halt, dass es jetzt Zeit kostet. Na, ich sollte jetzt Zeit nicht verschwenden. Ich sollte den Generator hier durchziehen. Ich denke mal, wir haben dort unten hatten ja zwei Leute an Generatoren gearbeitet. Das heißt für mich, dass Gespenst vielleicht auch eher dort unten jetzt abgeht und dort versucht zu patrouillieren. Ja, dann gehe ich retten. Nee, da ist schon jemand anders. Das ist halt, ja, ich meine, ich bin verletzt, deshalb sollte ich nicht retten gehen. Die anderen denken vielleicht auch, na, Verletzte gehen nicht retten. Aber andererseits dachte ich mir, okay, die anderen beiden sind dort unten vielleicht an Generatoren und reparieren da fleißig. Hallo? Okay, den ziehen wir durch. Der arme Generator, der wird jetzt zerstört. Ich höre keinen Phasen, warum rennt die eine weg? Vielleicht läuft die schon mal zum Tor. Ja, die spielt. Nee, die macht dort einen Totem. Okay. Und zack. Komm. Ich gehe mit zu der anderen. Damit ist jetzt hier Kreis der Heilung aktiv. So. Upsi, jetzt will sie auf einmal, ne? Jetzt sagt sie, okay, Cheryl, ich hab gelernt. Ich lass dich heilen. Dann lasse ich dich nämlich auch heilen. Ist immer ein Geben und Nehmen, ne? Mit den Heilungen. Dankeschön. So, obwohl ich jetzt Schattenschritt dabei hatte, hat es jetzt irgendwie die Runde nichts gemacht. Ich glaube, die Runde war wirklich der eiserne Wille, flink. Gut, ich glaube, Blutpakt war auch nicht schlecht, ne? Aber Schattenschritt konnte ich für mich selbst gar nicht zum Einsatz bringen. Aber ich meine, hat ja vollkommen gereicht, ne? Die anderen beiden Hexen haben hier immer mal so ein Totem geschaffen. Das war schon verdammt mächtig. Aber geliehene Zeit wäre jetzt halt wirklich Premium. Okay. Das geht mir nach. Ja. Bill ist irgendwo da hinten. Nicht auf Bill gehen. Oh. Okay, okay, okay. Blockkolonne und alle raus. Schafft ihr es? Schafft ihr es? Ja, die schaffen es. Die stehen so nah am Ausgang. Die sollten es rausschaffen. Super. Schöne Sache. Gute Runde. Okay. Dann habe ich Paletten. Eine Palette habe ich benutzt. Verdammt. Naja, Pip haben wir gemacht. Wunderbar. So, also wie das Addern. Ah, gut, wir sehen es hier auch nochmal.
Das Addon verschlingt zwar direkt den Medikasten, man hat den dann nicht mehr, aber dafür gibt es einen halt für 20 Sekunden einen ziemlichen Boost. Was halt super mächtig sein kann, ne? Also, man kann das Addon ja auch nur während der Halloween-Zeit irgendwie freispielen. Aber das ist schon nicht ohne, ne? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss!